lassen. Kommen wir erstmal zu dem ersten Punkt. Der Koran erklärt sich durch den Koran. Das ist erstmal der erste Schritt. So. Erstmal, wenn ich das mache, dass ich den Koran mit dem Koran erkläre, was setzt das voraus? Was setzt das voraus, wenn ich den Koran mit dem Koran erkläre? Dass ich den ganzen Koran nehme. Nicht, dass ich extra Verse herauspicke, die meine Meinung augenscheinlich auf den ersten Blick bestätigen und andere Verse, die klar und deutlich gegen meine Meinung sind, einfach außer Acht lasse. Und hier gebe ich euch einige Beispiele, wo der Koran den Koran erklärt. Also, in Surah Al-An'am, Vers 82, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Die glauben und ihren Glauben nicht mit Zulm vermischen. Was ist Zulm? Ungerechtigkeit. Die haben die Sicherheit und die sind die Rechtgeleiteten. Ja? Was heißt das auf den ersten Blick, wenn du den Vers einfach so liest? Wenn du ungerecht bist, hast du keine Sicherheit. Okay? Die Sahaba, kommen wir wieder zu Hadith, waren unsicher deswegen. Was bedeutet das? Denn jeder von uns macht etwas Ungerechtes. Dann sagte der Prophet a.s.w., beziehungsweise machte dann darauf aufmerksam, was mit Zulm hier gemeint ist. Nämlich wie Luqman sagt in Sure Luqman, Vers 13, Ya bunay inna shirka la dhulmun azim. Wahrlich, der Schirk ist eine gewaltige Ungerechtigkeit. Das heißt, der Prophet lehrt den Sahabern hier, wie sie den Koran interpretieren. Nämlich, dass sie den Koran als ein Ganzes nehmen müssen. Dass sie nicht nur einen Vers nehmen, sondern dass man den Koran mit dem Koran erklärt. Der Prophet, a.s.w., lehrte das also. Warum hat Allah nicht einfach gesagt, وَلَمْ يَلْبَسُوا إِمَانَهُمْ بِشِرْكُ? Die den Iman nicht mit Schirk vermischen. Warum? Weil dies uns dazu bringt, zu der Notwendigkeit, dem ganzen Koran zu folgen. Und weil dies uns dazu bringt, dem Propheten a.s.w. in der Interpretation des Korans zu folgen. Weil der Prophet erklärt hier den Koran mit dem Koran. Was ist der Beweis dafür, dass der Prophet den Koran verdeutlicht? Allah sagt in Sure 16, Vers 44. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرًا لِتُبَيِّنَ لِنَاسِ مَنْ نُزِّلَ إِلَيْهِ. Wir haben zu dir die Ermahnung herabgesandt, damit du den Menschen klar machst, was zu ihnen herabgesandt wurde. Was ist der Beweis, dass Dhikr, der Koran, mit gemeint ist? Sagt Allah im Koran, وَمَا هُوَ الْذِكْرُ لِلْعَالَمِينَ. Es ist nur eine Ermahnung für die Weltenbewohner. Das heißt, seht ihr hier, wie der Koran den Koran erklärt? Ya dhakir al-ashab, kum mutaaddiban.